Servus Freunde, was geht ab? Ja Leute, heute will ich für euch mal mein Zimmer bzw. mein Reich unter Lupe nehmen, weil viele nachgefragt haben, was ich jetzt hier verändert habe. Also man sieht immer noch ein nice Hochbett ist da. Hier unten ist meine Zockerecke, mein Kissen. Auf jeden Fall das Headset. Das ist gerade mein Bestes von Sennheiser. Gönnt euch auf jeden Fall das. Das ist ein richtig geiles Gaming-Headset, finde ich. Ich kaufe keins von Razer oder so. Ich hatte auch mal meine Beats genommen, aber die waren jetzt auch nicht so gut. Und dann ist hier meine fette Bass-Boosted-Box. Wenn ich mal hier meine PlayStation 4 Fernseher, ich weiß jetzt nicht so groß, aber für meine Bedürfnisse reicht er eigentlich. Jo, wenn ich mal hier mal so fette Musik habe in einem Gameplay oder so, dann mache ich hier auch mal ein bisschen fette Musik an. Sorry, falls die Qualität ja nicht so gut ist. Ich muss jetzt mit meinem Tab filmen, weil ich meine Kamera bei einem Kumpel vergessen habe und mein Handy lädt gerade. Das ist komplett alle. Das hat nämlich ein bisschen besser gekonnt. Genau, hier ist der Controller von der PlayStation. Kennt ihr ja bestimmt alle. Fernbedienung. Jo, hier ist mein CD-Regal, weil ich auch CD-Player habe. Richtig geile Musik-CDs. Ich hab auch ein paar doppelt. Also ich könnte auch ein paar verlosen, wenn ihr wollt. Genau. Hier sind meine Beats. Hier ist so ein bisschen Krimskrams. Ein paar Boxen. Jo. Dann ist hier meine Schulecke. Ich weiß nicht. Ja. Ja, ich habe viel für Schule noch zu tun, deswegen konnte ich jetzt nicht so viel machen. Genau, meine ganzen Spiele habe ich 5 Stück. Naja, beziehungsweise ist es das Geile bei der PlayStation 4. Ich habe nämlich die irgend so eine Special Edition stand da drauf, dass man auch von Blu-Rays gibt es nämlich, Sony hat nämlich die Blu-Ray erfunden, gibt es so kleine Minispiele, die kann ich dann auf der PlayStation spielen. Die gehen aber höchstens eine halbe Stunde. Also ist meistens so ähnlich wie Subway Surfer, aber manchmal auch so richtige Spiele. Dann habe ich hier Battlefront, Lego Star Wars, Ratchet & Clank und Drive Club. Das sind so meine Lieblingsspiele. Andere brauche ich gerade noch nicht. Also ich wollte mir noch vielleicht nochmal hier, wenn Star Wars Battlefront 2 rauskommt, wollte ich auf jeden Fall das nochmal haben. Hier sind meine ganzen DVDs. Oh. Auf jeden Fall, Tron ist mein Lieblingsfilm. Bis jetzt. Ich hoffe, jetzt kommen wir nochmal einen Freitag heraus. Jo. Jo, Leute, das war's auch schon mit meinem Review. Sag ich mal, sorry, wenn die Haare gerade nicht sitzen. Das ist ein bisschen komisch geöffnet. Auf jeden Fall war's mit meinem Review. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, dass ihr diese Videos mögt. Ich mache auch, habe jetzt auch schon geplant, ein paar Let's Plays zu machen. Also wenn ihr Bock habt, ich mache das gerne wirklich. Let's Plays sind nämlich so meine Lieblingssachen. Ich habe jetzt noch nie die Chance dazu, weil ich auch kein gutes Programm hatte. Aber jetzt über die PlayStation könnte man ja auch aufnehmen. Ich weiß nicht, wie das so geht, weil ihr noch ein paar Ideen habt. Schreibt mir, Alter, meine Haare sehen auch scheiße aus. Schreibt es in die Comments. Und dann würde ich sagen, bis dann, Leute, macht's gut. Höchstens in 2 Wochen kommt wieder ein neues Video. Ciao!